Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es darum, häufige Frage zu beantworten, die ich immer wieder gestellt bekomme. Welche Leadmagneten sind am besten, wenn du eine Online-Marketing-Kampagne auffährst für deine Online-Marketing-Dienstleistung, also für deine Webdesign-Dienstleistung, für PPC, SEO, Agentur-Dienstleistungen, für irgendwen, wie auch immer du es aufgesetzt hast bei dir. Was ist der richtige Leadmagnet? Und was ich da sehe, Leute machen Agentur-Checklisten, wie findet man die beste Agentur? Leute machen, Videokurse oder dreiteilige Videoreihen zum Thema, wie man mit Online-Marketing mehr Umsatz macht oder keine Ahnung, ganz viele Dinge, die einfach nicht so funktionieren. Irgendwelche PDFs zum Thema die besten Online-Plattformen oder die beste Facebook-Kampagnen, die man machen kann. Ganz viele Dinge, die nicht funktionieren. Vielleicht hast du selbst mal überlegt, einen Leadmagnet zu machen oder selbst mal Leadmagneten gemacht und die beworben, um E-Mail-Adressen zu sammeln. Und also wenn du es nicht weißt, was ein Leadmagnet ist, ist einfach, du sammelst E-Mail-Adressen aufgrund eines gratis Geschenks, was du anbietest und was jemand anfordert, was jemand haben will. Also man sieht eine Werbeanzeige, die sieben besten Tipps für deinen SEO. Und dann klickt man drauf und dann trägt man sich ein. Für so eine Checkliste, packt dann die E-Mail-Adresse rein und bekommt die dann zugeschickt per E-Mail. So ist typischerweise einmal so ein Lead-Magnet-Funnel aufgebaut. Das Problem daran ist, dass es, also beim Kunden zum Beispiel, kann ich mal einen Einblick geben, ohne jetzt Namen zu nennen, das ist natürlich unter Verschluss, aber beim Kunden, der genau das gemacht hat, also der hat, ich meines Wissens, Lead-Magneten zum Thema, so eine Checkliste oder so ein E-Book-Guide einfach verschickt. Und das Problem dabei war, dass die Qualität der E-Mail-Adressen nicht so gut war, beziehungsweise die Lead-Qualität an sich nicht so gut, weil es einfach nur E-Mail-Adressen sind. Der Nachteil bei klassischen PDF-Lead-Magneten oder Videokursen, die man sich da irgendwie per E-Mail-Adresse eintragen kann, wo nur die E-Mail-Adresse abgefragt wird, ist, dass die Leute einfach nicht so committed sind, dass die Leute einfach sich dazu eintragen und dann merken, weil die E-Mail-Adresse ist ein ziemlich geringes Commitment, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Telefongespräch, wo du wirklich die Zeit nehmen musst, wo du die Telefonnummer, den vollen Namen hinterlassen musst und wirklich vollständig deine Persönlichkeit im Internet preisgibst. Das ist ja schon eine große Sache. Es ist natürlich kostenlos, wenn man sagt, hier melde dich zum kostenlosen Erstgespräch an, aber trotzdem gibst du deine Persönlichkeit oder dann deine Identität auf, die sonst so anonym im Internet ist. Bei einer E-Mail-Adresse eben nicht so. Also E-Mail-Adressen, kannst du auch Fake-E-Mail-Adressen angeben oder irgendwelche Spam-E-Mail-Adressen, die du immer verwendest, um durch Leadmagneten zu downloaden zum Beispiel. Und die Qualität ist eben sehr gering, das Commitment ist sehr gering. Wenn man sagt, ja, das sieht interessant aus, die Checkliste, aber so mega krass finde ich das jetzt nicht. Aber kann man dich ja mal eintragen, zu verlieren gibt es ja erstmal nichts. Dann trägt man sich da ein. 50% der Leute so im Schnitt lesen dann auch wirklich, was da drin steht, aber eine verschwindend geringe Anzahl, weiß ich nicht, reagiert dann darauf, beziehungsweise schreibt eine E-Mail, das schon eher schon gar nicht, aber irgendwie meldet sich für ein Erstgespräch an oder schickt eine Anfrage oder so. Das ist eigentlich nie der Fall. Ich habe selbst auch mal Leadmagneten selbst geschrieben, deswegen weiß ich das aus eigener Erfahrung. Findest du übrigens auch auf meinem LinkedIn-Profil, sind echt cool geworden, aber haben halt nicht so viele Kunden gebracht. Und ich habe es auch wirklich von anderen gesehen, auch gerade heute nochmal im Gespräch mit einem Kunden gehört, dass er anfangs so dreiteilige Videokurse und was rausgebracht hat und es auch anfangs funktioniert hat, aber daraus zwar Leads, also E-Mail-Adressen, aber keine Kunden wurden. Und für mich ist eigentlich ein Lead jemand, der auch kaufbereit ist und der auch seine Identität da preisgegeben hat, den man auch anrufen kann und nicht einfach nur eine E-Mail-Adresse, weil die kann man sich auch so kaufen. Und er hat eben auch berichtet heute, dass es auf viel besser so funktioniert, wie wir es jetzt haben. Und auch von dem einen Kunden, den ich am Anfang angesprochen hatte, der diesen E-Book-Guide rausgegeben hat, haben wir auch umgestellt auf einen anderen Leadmagneten bzw. auf einen anderen Funnel, komme ich gleich zu, wie der genau aussieht. Und er meinte auch, es hat viel besser funktioniert. Wir haben auch viel hochqualitativere Anfragen bekommen und auch dann viel mehr Kunden durchgewonnen, weil die meisten gewinnen gar keine Kunden durch solche Leadmagneten und die sammeln einfach nur E-Mail-Adressen und bauen ihre E-Mail-Liste auf. Aber warum zum Teufel sollte ich meine E-Mail-Liste aufbauen, wenn ich doch Umsatz machen will, wenn ich ein Geschäft habe, was jetzt nicht irgendwie ein paar Millionen im Monat macht, wo ich andere Sorgen habe, als eine E-Mail-Liste aufzubauen. Das geht ja oft bei Agenturen auch darum, mal 10, 20 bis 50.000 Euro mehr im Monat umzusetzen und da hat man einfach andere Prioritäten als
unnötige E-Mail-Liste aufzusetzen. So. Das ist einfach so meine Gedanken dazu. Und was, wenn du jetzt merkst, okay, ja, habe ich verstanden, kein Commitment bei einer E-Mail-Adresse, geringe Qualität. Auch noch ein dritter Faktor, den ich vergessen hatte, war, dass die Bereitschaft, jetzt gerade das Problem zu lösen, ist nicht so hoch. Also wir wollen Leute in unseren Funnel bekommen oder Leute in unsere Sales-Pipeline, die jetzt gerade bereit sind, das Problem zu lösen. Jetzt gerade sagen, cool, was du ansprichst, ich möchte es bitte so verändern oder ich möchte jetzt gerade eine Lösung für das Problem, was du mir da in dem Lead-Magnet erklärst. Und beim Lead-Magnet ist es so, ich lese mir das später mal durch oder ich schaue mal rein. Also das Problem ist nicht so akut. Und deswegen sollten wir dieses ganze Thema komplett vergessen und uns mit anderen Themen beschäftigen. Also was ist denn das, was wir aufbauen sollten? Was ist denn der perfekte Lead-Magnet für eine Agentur? Und der perfekte Lead-Magnet ist das persönliche Gespräch. Hört sich jetzt mega simpel an. Kommt auch noch ganz viel, was davor wichtig ist, dass es überhaupt zum persönlichen Gespräch kommt, denn du hast höheres Commitment, es ist viel schwieriger, einen zum persönlichen Gespräch zu bekommen, als einfach nur einen Lead-Magnet zu downloaden und du hast natürlich auch viel höhere Chancen auf den Abschluss, weil er viel mehr schon Preis gibt. So, am besten auch noch viel mehr Infos abfragen als nur Telefonnummer. Also kannst du gerne bei uns gucken, wie wir das machen, kannst du einfach abschauen, also auch nochmal viel mehr Infos ja, für Budget, Größe, Projektumfang und so weiter noch ganz viele Sachen sich vorher abholen und dann bist du mit dem im Gespräch und kannst direkt über die wichtigen Sachen reden und musst nicht durch irgendwelche Follow-up-Serien den Kunden aufwendig gewinnen. Das ist völlig unnötig. So, und die Kunst ist jetzt also, Leute über Online-Marketing in das persönliche Gespräch zu kriegen. Und das jetzt in diesem Video zu behandeln, wird den Rahmen sprengen. Aber da gibt es ganz viele andere Videos zu, wie man sich eine geile Positionierung aufbaut, wie man eine geile Zielgruppe findet und dann das auch zum Gespräch wirklich schafft. Wenn du dazu mehr wissen willst, schau dir die anderen Videos an oder komm einfach selbst ins Erstgespräch. Schau dir einfach selbst an, wie wir es machen, informiere dich genau, wie für dich der perfekte Funnel aussehen kann und dann sprechen wir darüber und finden dafür eine Lösung. Das war's zu dem Thema. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet, welcher Leadmagnet am besten ist, nämlich keiner, sondern das persönliche Erstgespräch ist am besten. Wirf alle Ideen über Bord, was dann komischen PDFs und anderen unnötigen Dingen als Idee hast. Und genau, das dazu auch zum Thema persönliches Gespräch sollte niemals um Online-Marketing gehen, sondern immer um die Problemlösung. Also nie, hey, du willst Online-Marketing machen oder willst Online-Marketing für deine Firma, komm ins persönliche Erstgespräch, juckt keinen. So, du musst wirklich eine Lösung anbieten, du musst wirklich sagen, hey, lieber Handwerker, du willst noch mal Mitarbeiter bekommen, hier, lass uns sprechen. Das funktioniert dann. Also nicht denken, da irgendwie einfach die Checkliste der Agentur, die du davor erstellt hast, in einem persönlichen Gespräch umzumünzen. Das juckt auch keinen. Und genau, das dazu. Wie gesagt, wenn dir es gefallen hat, teile es gerne mit Freunden, leite es weiter, schreib in die Kommentare, was du noch wissen willst, was dich noch interessiert, schreib Fragen an unsere E-Mail-Adresse in der Infobox. Und ja, das erstmal dazu. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen, wenn du dich für ein Gespräch anmeldest, dass wir darüber quatschen können, was bei dir die nächsten wichtigen Schritte sind. Und bis dahin alles Gute und viel Erfolg in deinem Geschäft und bis später.